Hallo Leute, ja, wir sind hier in Rimworld und er ist am Pennen und hat hier aber gerade Risiko eines leichten Zusammenbruchs. Da müssen wir gucken, dass wir da dran arbeiten. Hier unten muss unser Gefangenenlager, glaube ich, noch fertig werden und naja, wir haben noch genug andere Aufgaben, wie hier Fallen bauen und sowas. Schaut's Logo und dann gehen wir auf den Großbildschirm. So. Ich höre irgendwie was. Von wem ist das? Der war doch tot, ne? Ja. Was ist das? Messer aus Stahl. Das können wir eigentlich erlauben, oder? Und der hat 23 Silber. Ah, unser Esel schreit da gerade. Der ist da. Der hat aber auch schon einen Zaun. Es ist ein Eingang hier, Zauntor, ja, gut, passt. Hier ist unser Spielzeug noch. Was ist mit dem hier? Der ist auch schon tot, ne? Aber wir müssten mal irgendwie so eine Fläche machen, wo wir all diese Sachen hinbringen, ne? Zone. Abfallzone. Wo machen wir denn die Abfallzone mal hin? Tendenziell hier, oder? Obwohl das relativ nah am Lager ist. Ne, da oben so irgendwelche Wildschweine oder was das gerade waren. Am Wasser will ich es nicht machen. Mach's hier hin. Was können wir da reinlagern in der Abfallzone? Nahrung, Mahlzeit, obwohl frisches ist ja auch drin, aber ruhig. Da kommen Leichen rein. Aber menschliche Leichen? Nee, eigentlich nicht. Ein Brocken? Und auch nicht rein. Ja, passt so. Was macht er? Er ist am Arbeiten. Okay, er baut eine Barriere. Beziehungsweise eine Wand, das ist schon mal gut. Was haben wir hier noch? Essen? Kräutermedizin, okay. Er holt das Holz. Ja, da geht's voran auf jeden Fall. Hier, das muss auch weggeräumt werden, ne? So ist das, okay. Aber da hat er den Toten wieder gesehen, ne? Da haben wir aber hier ein Grab gebastelt, ne? Das muss noch erstellt werden, oder? Komm, machen wir gerade hier eine Kopie bauen. Dann haben wir schon das zweite für die Zukunft auch fertig. Okay, das ist schon zu, das ist schon zu. Wo holt er jetzt noch Holz weg? Das ist die Frage, ne? Ja, wahrscheinlich macht er jetzt die Grabstätten erst. Und wir müssen noch Holzler hacken, wenn. Haben wir noch was in unserem Lager? Ja, da sind zwei Bäume. Im Inneren sind aber auch noch Bäume. Da sind sogar noch mehr Bäume, habe ich gerade gesehen. Okay, dann kann er nämlich den da beerdigen. Nichts. Das mach mal als erstes. Danach kannst du mal weitermachen, damit du hier nicht wieder negative Gedanken hast. Gut, machen wir gerade schneller. Passt. Obwohl, wir können den gerade laufen lassen. Was macht er da? Reisernte? Denke schon, ne? Ernte verbockt. Ernte verbockt. Okay. Es hört sich so an, als ob er da nicht so gerade pfiffig drin ist, oder? Aber einen hat er dahinter, das sehe ich schon. Reis sechsmal. Okay, frisch ungekühlt steht da. Zack, da Holz. Und wir müssten dann zusehen, dass wir irgendwie klimatisierten Raum kriegen. Den haben wir noch gar nicht auf dem Schirm. Den könnten wir. Ach ne, hier sind so Sachen, da können wir nicht reinmachen, würde ich sagen. Hier müssen wir aufpassen, ne?
Dann sollte man den hier machen. Oder? Nee. Da haben wir schon das. Hier ist das Lager. Ich glaube, wir gehen hier rein. Bauen wir mal einen hier ab, oder? Ja. Was macht er jetzt am Feuer? Und wir sind auf Stufe 2, ne? Lass mal 1 laufen. Entspannt sich sozial, okay. Hat er das hier schon gebaut? Ich weiß nicht. Könnte sein, muss aber nicht, ne? Ah, er hat hier auf jeden Fall noch mehr Reis gemacht. Da müssen wir auf jeden Fall zusehen, dass wir hier das Lager fertig kriegen. Sandglitten, okay. Nee, will ich nicht. Komm, dann machen wir mal schneller. Ja, ist noch mal ganz schnell. Okay, jetzt macht er was anderes. Er holt Reis rein, okay. Und das macht er Essen raus. Das ist schon mal nicht schlecht. Die erste Mahlzeit, die wir fertig haben, ne? Einfache Mahlzeit, sehr schön. Stopp. Was war das so? Besuchergruppe. Ah, ein Händler kommt also. Die sind da. Okay, da müssen wir gucken. Ich glaube, wir sind von hier gekommen, oder? Ja. Lass laufen. Aber er macht weiter Essen, das ist auch wichtig. Dann brauchen wir keine Notfallrationen erstmal mehr, ne? Überlebensrationen sind da 10 und da auch nochmal 10. Okay, und hier waren nur noch 9, aber wir haben ja jetzt was zu essen. Medizin haben wir auch. Das heißt, jetzt haben wir hier 2. Okay, er macht noch mehr Essen. Das übersinnliche Brummen hat aufgehört. Das ist schon mal gut, ne? Jetzt geht er aber erstmal profen, okay? Das ist nur die Frage, wo sind die? Ah, die kommen jetzt gerade. Nur einer, wo ist der andere? Ja, der gehört zu diesem Clan, aber der hat kein Fragezeichen. Ach, da oben ist der zweite, okay. Violette stinkt hier, ist das auch interessant. Okay. Ja, ich glaube, wir lassen den aber erstmal ausschlafen, oder? Den Bishop. So. Handel mit Violette stinkt hier. Negative Zahl ist verkaufen. Okay, Überlebensration. Würde ich jetzt nicht verkaufen. Kräutermedizin, Messer aus Stahl könnten wir verkaufen. Durchbruchsaxt aus Stahl. Ne, die will ich nicht. Ach, die haben die. Okay. Stammkopftuch aus Alpaka-Wolle. Sozialer Eindruck plus 15. Okay, brauche ich nicht. Hier hätten wir noch Gold. Die wollen nichts kaufen in dieser Hinsicht. Pemmikan, eine konservierte Mischung aus zerstoßenem Dörrfleisch, Fett und pflanzlichen Zutaten, geschmacklich eher neutral, aber niesbar. Ungekühlt, sehr lange haltbar, perfekt für Reisen geeignet. Okay, da gibt es natürlich reichlich, ne? Hier ist 143 minus. Also das ist unser Geld, okay? Oder? Achso, das kostet uns so viel dann. Ich glaube, dann würde ich die 270 runter machen. Ich hätte das Essen aber, was sehr lange haltbar ist. Wäre jetzt nicht schlecht, oder?
Das Messer können wir verkaufen, sehe ich so. Kräutermedizin hätten sie auch noch. Würde ich jetzt einkaufen. Was war das hier noch? Stammeskopftuch 15%, aber ich glaube, das brauche ich nicht. Akzeptieren wir. Klamotten liegen jetzt hier. Wunderbar. So, was macht Bishop im Regen? Ja, wir sollten jetzt hier eigentlich dieses hier mal fertig kriegen. Kann ich das priorisieren? Machen wir mal. Oh, kein Feuerholz mehr. Okay, das ist schon mal gut. Was macht er jetzt? Wo ist er jetzt? Das ist die Frage. Ah, er erntet. Aber das ist jetzt gerade nicht so wichtig, glaube, weil wenn es da, sag schon, noch wächst, verdorrt es, glaube ich, nicht so schnell, wie wenn das rumliegen hat, oder? Bin mir aber nicht sicher. Ist das hier? Gold, okay. Auf jeden Fall müssen wir das langsam machen, nicht dass da irgendwo was drin ist, ne? Okay, da können wir da noch einen machen und da noch einen machen und da noch einen machen. Was macht Bishop? Er pflanzt, holt wieder Reis. Oh, wir haben ein Geschenk bekommen. 6 Medizin. Auch sehr schön. So, jetzt müssten wir noch mal das abbauen. Das abbauen, das abbauen, das abbauen. Bishop ist ausgewählt, ja. Priorisiere das. Mach das mal schneller. Nee, du solltest das hier schon auch noch machen. Bishop, priorisieren. Warte mal, dann müssen wir da daneben auch noch einen machen, weil da muss die Kühlung rein, ne? So, Architektur, Möbel. Ne, Möbel waren das nicht. Warte, jetzt machen wir langsamer erst. Strom. Okay, das wird jetzt schwierig, ne? Wo war das mit dem Dingens? Diverses? Ne. Temperatur. Kühlung. Ja, gute Frage. Wie war das jetzt? Ich glaube so rum, ne? Ich glaube, das ist so rum wichtig. Bishop, machen wir hier erst. Mal gucken, dass wir das hinkriegen. Dann brauchen wir noch eine Tür. So, hier gibt es keine Türen.
Dann bei Strukturen. Tür. Da. Machen wir schneller. Kriegt ihr das hin? Ja, ne? So, jetzt macht er die Tür noch. Jetzt brauchen wir Strom. Da müssen wir den Holzgenerator für haben, denke ich mal. Den machen wir mal dahin. Probieren mal das. Und dann brauchen wir noch Leitung. Ist das so richtig? Weiß ich nicht. Holzhacken, Befehle, Holzhacken, da, schneller, Bischof schläft, dann lassen er schlafen, achso, eine Batterie fehlt uns auch noch, ne? Und dann fehlt uns natürlich auch noch ein Forschungstisch, wenn, ne? Zur nächsten Leitung nochmal. Und nochmal. So. Die Pappel ernten. Und hier unten hat er gar nicht den Strom verbunden. Aber wie geht das? Warum funktioniert das nicht? Doch, jetzt ist es da. Muss nur ist gebaut, weiß ich nicht. Jetzt geht er schon wieder pennen oder was? Ist dem so? Ja. Dann lassen wir noch mal schneller schlafen. Dann müssen wir mal ein bisschen Feuerholz haben, mein Freund. Speichert, gut. War das? 1090 Grad bei Regen. 19 Grad, nicht 90. So. Dann wollen wir mal gucken, ob wir hier Strom haben. Und dann müssen wir auch noch die Temperatur einstellen, glaube ich, irgendwie, ne? Wie war das? Gut, der läuft. Stromleitung Blaupause. Ach so, das müssen wir noch priorisieren. Zack, zack. So, jetzt ist es aber, ne? Ja. Zieltemperatur 21 Grad, ne? So 6 Grad. Aktueller Stromverbrauch ist hoch. Ist dann die Frage, wie viel Grad sind es drin? 6 steht da, ist das so? Ich glaube, sollen wir hier das Feuer auch noch anmachen.
haben kein Holz mehr oder was? Tatsächlich könnte sein. Also, Priorisiere Ernte vom Pappel. Ah, der macht hier das Essen, ne? Das bringt mir jetzt aber gar nichts. Wir müssen dann hier den Lagerraum fertig kriegen noch. Oh, was ist das für einer? Ein Jack. Gesund, männlich, Alter 16. Hat Rückenschmerzen. Ja, bei der Größe würde ich auch Rückenschmerzen kriegen wahrscheinlich. Ach, das kann man ziehen, das Jack, okay. Gut, aber wir müssen jetzt hier erst einen Lagerplatz noch rausmachen. Zone. Lager. Und dann Lager einlagern. Mahlzeiten. Feuer braucht er nicht rein. Hergestellt Drogen. Braucht er auch nicht rein. Rohstoffe. Braucht er glaube auch nicht rein. Objekte. Braucht er auch nicht rein. Kleidung braucht er nicht rein. Waffen brauchen da nicht rein. Bauwerke brauchen da auch nicht rein. Heu muss nicht rein. Geschmacklos, eine Teuerung, genießbar, ungekühlt, wieder lange haltbar, perfekt für Reisen. Dann lass es drinnen, dann wissen wir, was da reinkommt. Kann er den Stein mal? Wo bringt er den dann hin? Ah, hat er geschlafen? Nee, ne? Ja, wir haben jetzt hier ganz viel Essen, ne? Priorisiere Wegtragen vom Reis. Die 12 Fraktionen, die wollen wir doch jetzt mal haben. Ne? Was ist das? Ach, das ist die Durchbruchsaxt aus Stahl. Achso, wir müssten jetzt hier das Lager noch umändern, damit da keine Nahrung reinkommt, ne? Ach so. Das hat er jetzt da reingetan, das ist schon mal gut. Hatte ich jetzt das Passende ausgeschlossen? Ich glaube schon, ne? Gut. Passt erstmal. Wir haben hier eine einfache Mahlzeit drin. Was macht er? Der Reis? Wo ist der Reis? Achso, den hat er zusammengeräumt und das waren hier 44, ne? Bishop. Kann Reis nicht zusammenlegen für Gefangene reserviert. Kann Reis nicht wegtragen für Gefangene reserviert. Wieso ist der Reis für Gefangene reserviert? Naja, okay. Wir müssen erst einen Cut machen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit wir das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.